Ja, Ki, warum ist das heute dann doch so deutlich geworden am Ende? Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir in die, vor allem natürlich eine spielstarke Mannschaft wie Werder, dass wir versuchen, relativ zeitnah über Zweikämpfe dieses Spiel reinzukommen. Und ja, das hat von Anfang an nicht geklappt. Dann hauen wir uns das erste Tor so ein Stück weit selber rein. Und dann merkt man, dass die Körpersprache nicht so ist, wie sie sein muss, um dann gegen Werder noch mal zurückzukommen, beziehungsweise auch dann vielleicht auch noch mal ein Stück weit aggressiver zu werden. Wir waren in vielen Situationen viel zu passiv. Wir waren ein Stück weit auch ein bisschen leer in den Köpfen, was es angeht, da vielleicht auch noch mehr aus sich selbst rauszuholen. Man muss heute einfach ganz klar sagen, wir waren heute viele Tore schwächer als der Gegner. Wir haben hier auch in der Höhe jetzt vielleicht nicht ganz, weil ich schon finde, dass wir auch in der ersten Halbzeit bei Ballbesitz immer ganz gute Aktionen hatten. Aber ja, wir müssen ganz schnell die Köpfe freikriegen. Wir haben ganz viel zu tun in den nächsten paar Tagen, um da wieder eine klare Linie reinzukriegen. Und ja, dafür sollten wir möglichst alle mit dem gleichen Ziel, nämlich mit dem Ziel, sich die Punkte gegen Oberneuland zurückzuholen, beziehungsweise gegen Oberneuland zu punkten.